Der Kreislauf ist zerbrochen. Wir klopfen uns immer schön auf die Schulter, wenn wir beim Biobauern kaufen. Gucke mal, der hat ja seine Tiere gefüttert mit dem Gras und den Produkten von seinen Feldern. Dann hat er Mist oder Gülle, bringt das zurück auf den Acker. Da hat er den landwirtschaftlichen Kreislauf, alles in Ordnung. Aber wir berücksichtigen dabei nicht, dass wir all das tun für einen, für den Menschen. Die besten Sachen, die nährstoffreichsten, die energiereichsten, die vitalstoffreichsten Teile der Ernte kommen zu uns auf den Tisch, in den Supermarkt, in den Laden. Und was machen wir damit? Wir essen das, wir setzen uns auf Toilette und dann drücken wir den Knopf. Und wo geht es dann hin? Nicht zurück auf den Acker zum Bauern, sondern über lange Kanalnetze typischerweise in die Kläranlage und in den nächsten Fluss und ins nächste Meer. Da, wo die Nährstoffe am wenigsten gebraucht werden, wo sie Schwierigkeiten machen, da spülen wir sie hin. Und der Klärschlamm, den wir dabei noch gewinnen, in dem auch ein Teil der Nährstoffe drin sind, da, der wird zu 80% heutzutage verbrannt, Tendenz steigend. Also nicht ordentlich kompostiert, zum Beispiel mit Therapreta, sondern wird quasi auf die Müllkippe geschmissen, nachdem man es verbrannt hat. So, der Nährstoffkreislauf ist zerbrochen. Und das ist auch der Grund, warum der Bauer so viel Düngemittel zukaufen muss und warum die Biobauern so wenig ernten, nämlich ungefähr nur die Hälfte der konventionellen Bauern. Und die konventionellen Bauern, die kaufen halt sehr viel Düngemittel zu, auf der ganzen Welt. Phosphor aus Marokko, Kali aus irgendwelchen Bergwerken in Deutschland und so weiter. Stickstoffdünger aus den Fabriken, aus den Düngemittelfabriken. Das ist nur deswegen nötig, weil wir die Nährstoffe nicht zurückführen, weil der Kreislauf zerbrochen ist. Und er zerbricht genau da, wo wir jeden Tag mehrfach sitzen, auf der Toilette. Ja, und wie kann man diesen zerbrochenen Kreislauf nun wieder schließen? Da gibt es zwei große Varianten, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Das eine ist dieser unscheinbare Gartensprenger hier. Ein altes DDR-Modell ohne bewegliche Teile, der aber auch mit Dreck und Schlamm und Teilen so ein bisschen klarkommt. Und der Schlauch hier, der führt zu meiner Kläranlage. Sprich, ich habe eine Kleinkläranlage. Dort geht meine ganze Firma und die Familie und so weiter auf Toilette, ganz normal, duschen, Geschirrspüler, was auch immer. Und das ist eine biologische Kleinkläranlage mit Sauerstoffeinblasung. Also das Wasser wird da schon gereinigt, aber die Nährstoffe sind immer noch im Wasser gelöst. Phosphor, Kali, Magnesium und so weiter. Und das kommt dann in einen Pumpenschacht und die Pumpe springt dann an, wenn hier zu viel Wasser drauf kommt, dann blubbert es hier und dann geht es hier los. Wenn es hier blubbert, müssen wir springen. Ja. Und das ist eine Variante. Und dieses Wasser hier setze ich zur Bewässerung im Garten ein, auf der Wiese, irgendwelche Obstbäume, denen ich was Gutes tun will, auch mal in die Gemüsebeete zur Beetvorbereitung, obwohl man das offiziell nicht machen soll. Offiziell heißt es, man darf das einsetzen auf Zierflächen. So. Genau. Und es bringt eben viele Nährstoffe mit, es bringt Feuchtigkeit mit. Und da, wo ich das hinstelle und wenn es da nur eine Woche gestanden hat und da entsprechend jeden Tag für unsere Familie vielleicht 400, 500 Liter Wasser durchläuft, dann sieht man da für viele Wochen und Monate den grünen, dichtgrünen Rasenfleck, da, wo das gestanden hat. So stelle ich den Sprenger immer schön um. Und das wäre auch meine Vision für die großen, großen Kläranlagen in Deutschland, dass wir den Klärschlamm wieder nutzen, kompostieren mit Therapreta und EM, mit Pflanzenkohle und EM, und dass wir das Abwasser nicht in die Vorfluter bringen, sondern zum Beispiel in trockene Wälder, auf Ackerflächen zur Bewässerung. Und da kann sich jeder ausrechnen, jede Person kann ungefähr sehr gut düngen, sehr gut wässern mit seinem Abwasser, nämlich ungefähr 36,5, also gut 100 Liter pro Person pro Tag, 36,5 Kubikmeter, 36.500 Liter im Jahr. Und das verregnet ist also gut 36,5 Quadratmeter, dann kommt auf jeden Quadratmeter ein Kubikmeter Wasser. Das ist eine sehr gute Bewässerung übers Jahr. Also das können Sie bewässern mit Ihrem eigenen Abwasser und das Zeug würde wuchern an diesen Stellen. Der Wald würde dreimal so schnell wachsen, der Rasen
Und der Boden sättigt sich mit Nährstoffen und das Wasser perkuliert durch und wird ganz sauber ins Grundwasser ankommen. Also viel besser als heute, wo das dreckig in den Fluss kommt, würde das blitzsauber durch die Bodenschicht im Grundwasser ankommen und dann entsprechend, wie es sein soll, aus Quellen und über Grundwasserversickerung in die Flüsse entsprechend dann im Meer landen bzw. verdunsten und wieder für Regen sorgen. Das war die eine Variante, von der ich träume, dass wir das mal umsetzen können im größeren Maßstab. Im kleineren Maßstab habe ich das hier und da schon umgesetzt. Und auf der zweiten Variante sitze ich. Das ist eine Komposttoilette. Und Komposttoiletten kann man also sehr einfach, sehr low-tech, sehr billig, ganz flexibel, auch im Sinne von Krisenvorsorge, seinen eigenen kleinen Nährstoffkreislauf schließen und sich Quadratmeter für Quadratmeter fruchtbaren Boden schaffen. Wie benutzt man die Triaterra Komposttoilette? Das ist das Holzmodell, wir haben auch ein Kunststoffmodell. Ja, unsere Toilette ist im Grunde ein Eimer. Ein Eimer mit Deckel. Das ist das Wichtigste an dem Eimer, dass er einen Deckel hat. Und da ist auch schon die Hälfte der Geruchsproblematik erledigt, wenn wir einen Deckel auf dem Eimer haben. Und der Rest von der Toilette, Gehäuse, Klodeckel, Klobrille, so kann man sie auch selber basteln, wenn man will. Ne? Also im Grunde Eimer und Deckel, das ist unser Toilettensystem, das ist alles. Und die Intelligenz liegt in der Benutzung. Und wie benutzt man das? Idealerweise würde man Urin abtrennen. Urin, wie der verwendet wird, erkläre ich dann in einem anderen Video. Das ist eine Urinflasche für die Frau, das ist eine Urinflasche für den Mann. Also muss man hier, deswegen haben wir hier extra eine Aussparung. Ich mache es jetzt nicht ganz live vor, aber ich demonstriere. Eine Aussparung, dass man hier als Mann natürlich noch einfacher als für die Frau, aber gerade mit der Aussparung auch für Frauen kein Problem, hier Urin abzutrennen. Und dann landet also der Kot im Eimer. Und was wir im Grunde machen, ist aus Scheiße Sauerkraut machen. Wie wir aus Küchenabfällen Sauerkraut gemacht haben und alles mögliche mäßig auch fermentieren. So fermentieren wir auch mit effektiven Mikroorganismen, mit Holzkohle, diesen Kot zu Sauerkraut bzw. zu Terra Preta Kompost. Und zwar haben wir dann unser Geschäft gemacht. Der Deckel war natürlich auf. Und dann bedecken wir den Kot mit der Triaterra Streu. Das ist diese Mischung Holzkohle, Gesteinsmehl und Mikroorganismen. Dass die Holzkohle sorgt dafür, es ist wie so ein Luftfilter auch durch die große Oberfläche, bindet es sofort alle Gerüche. Das Steinmehl ist interessant für die Kompostierung, hat auch nochmal eine große Oberfläche und bringt wichtige Mineralien mit. Und die Mikroorganismen sorgen dafür, wenn wir das in die Toilette mit reinmachen, dass es nicht fault, sondern dass es alles, was da an Organik ist, nämlich sich milchsauer fermentiert, milchsauer umsetzt. Also nach jedem Geschäft kommt eine Tasse oder auch eine halbe Tasse Triaterra Streu drauf und dann Deckel wieder zu. Und das war's. Das ist die Benutzung der Komposttoilette. Wenn wir das 4 Wochen lang durchgehend, also eine Person jeden Tag 4 Wochen lang machen, dann ist der Eimer voll und dann ist der hier einmal leer. Also der Eimer ist 20 Liter groß, ungefähr 10 Liter Streu reichen ungefähr für 4 Wochen. Wenn man ganz sparsam ist, vielleicht für 6 Wochen bis 8 Wochen. Und der 20 Liter Eimer, der reicht eben für eine Person 3 Wochen bis 1 Monat bei täglicher ausschließlicher Benutzung. Ja, und dann haben wir den Eimer voll und dann wird gewechselt. Dafür gibt es den Wechseleimer. Das heißt, dann heißt es austauschen. Der volle Eimer steht daneben, am besten im Warmen, am besten auch im Bad. Dadurch, dass der Eimer geschlossen ist, dadurch, dass da Holzkohle drauf ist, kommt da nichts raus, keine Gerüche, keine Sorge. Aber wenn er warm steht, ist es gut, weil dann kann er jetzt tatsächlich anaerob milchsauer fermentieren. Und das ist der Clou. Die Feuchtigkeit kann hier nicht raus, es bleibt feucht. Starke mikrobielle Aktivität, also die Mikroorganismen sind sehr aktiv, gerade wenn es dann noch warm ist. Und wir haben eben Milchsäurebakterien Hefen drin, das heißt, wir haben diese positive Mikrobiologie und die baut jetzt alles, was irgendwie an Schadstoffen im Kot sein könnte, ab. Nämlich tatsächlich sind
Fäkalien, menschliche Fäkalien, also speziell Kot, Urin gar nicht mal, aber Kot ist tatsächlich ein Gefahrenstoff, enthält für den Menschen Giftstoffe, kann Krankheitskeime enthalten, kann Parasiten enthalten, fäulende Stoffe. Und das hat nicht zuletzt, weil die Europäer noch keine ordentliche Kanalisation hatten und Abfallentsorgung, wie die Chinesen das schon seit Jahrtausenden haben. Deswegen gab es in Europa immer wieder diese zum Beispiel Cholera-Epidemien bis noch in 1880er Jahre hinein, Hamburg, Berlin, bis sie dann die ersten Kläranlagen bzw. Klärsysteme, also nicht Klärsysteme, sondern Abwassersysteme gebaut haben, um die Fäkalien aus der Stadt zu schaffen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Gefahrenstoff, den muss man sorgfältig und ordentlich behandeln. Und die erste Stufe, die wichtigste Stufe der Behandlung ist die anaerobe Fermentation 4 Wochen lang im Eimer. Und es braucht ungefähr eine Woche. Das waren Studien an der Universität Leipzig bei der Professor Monika Krüger. Die hat das tatsächlich getestet mit Fäkalien und Fermentation und hat die mit Krankheitskeimen dotiert und geguckt, was da passiert. Nach ungefähr einer Woche sind Bakterien, Viren und so weiter abgebaut. Also das geht sehr schnell. Giftstoffe und so weiter, das wird alles gebunden durch die Holzkohle und im Prozess auch schnell abgebaut. Parasiteneier, das sind die Sachen, die auch in den Tropen immer wieder diese Probleme machen. In unseren Breiten eher weniger, aber die brauchen 3 bis 4 Wochen, bis die sich komplett abbauen. Deswegen diese 4-wöchige Fermentation. Und ja, nach 4 Wochen sind also selbst die härtesten Parasiteneier wegfermentiert, durchfermentiert. Und dann ist dieses Material hygienisch, sieht aber noch genauso aus. Wie der Sauerkraut noch aussieht wie der Kohl, sieht das hier immer noch genauso aus, riecht aber nicht mehr so, hat jetzt einen Fermentgeruch und kein, nicht unbedingt einen Sauerkrautgeruch, weil es nicht genug Zucker drin, dass es sauer wird, aber es hat einen Fermentgeruch, einen Erdgeruch und wenn man sieht aber immer noch aus wie Scheiße. Und wenn man das jetzt, könnte man jetzt theoretisch schon direkt ausbringen. Man könnte das zum Beispiel um Obstbäume eingraben, wenn man das in Loch buddelt, 2 Spaten tief, so ein Eimer da drin versenkt, Loch wieder zumachen. Das wäre eine Variante oder so. Direkt auf Gemüsebeete und so weiter würde ich es in dieser Phase noch nicht machen. Da würde ich eben noch einen Schritt weitergehen, noch eine Sicherheitsstufe einbauen sozusagen. Und zwar eine Kompostierung. Eine Kompostierung alleine sagt man ja auch schon, eine sorgfältige Kompostierung nach, also klassischer Gartenkompost 3 Jahre oder so, ist es auch hygienisch, Heißkompostierung wenige Wochen. Aber wenn wir das ganz normal, so wie es dann durchfermentiert ist, auf den Kompost machen, dann kann es da nochmal aerob mit Sauerstoff umsetzen. Hier drin erstmal ohne Sauerstoff, milchsauer, dann 2. Stufe mit Sauerstoff aerob und da wird dann tatsächlich Erde aus unserem Kot und du musst dann nicht die 3 Jahre warten, einfach nach einer Saison, 3 bis 6 Monate, kann man das Material dann ohne Bedenken ganz normal als Komposterde benutzen, mulchen, eingraben, wie auch immer, so wie ich das in meinem Garten auch schon seit vielen Jahren mache und so wie wir ja inzwischen 3000 Komposttoilettenkunden das System empfohlen haben und verkauft haben. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Dadurch, dass wir Holzkohle mit in das System bringen, kommt noch ein besonderer Clou zustande. Also es würde im Grunde auch nur mit einer trockenen Streu gehen oder mit Erde oder mit Humuserde oder sowas, Lehmerde, trockenpulverig. Das würde auch die Gerüche aufnehmen. Wenn man das mit EM machen würde, würde das auch entsprechend milchsauer fermentieren. Die Holzkohle bringt den Zusatzeffekt dazu, dass sich der Humus, der sich damit bildet, nicht mehr so schnell abbaut, beziehungsweise dauerhaft sogar sich Humus aufbaut im Boden. Dass wir also Terra Preta schaffen, genauso wie die Amazonas-Indianer mit ihren eigenen Ausscheidungen sich ihr Paradies auf der Toilette erarbeitet haben, so können wir das dann auch machen. Quadratmeter für Quadratmeter auf der Toilette das Paradies schaffen. Urin. Wie kann man seinen Urin nutzen? Beziehungsweise tatsächlich kann man mit Urin und einer billigen Urinflasche schon zu fast 90% seinen Nährstoffkreislauf schließen. Also die Kotnutzung ist Kür, sag ich mal. Aber was jeder kann und was eine ganz einfache und billige Sache ist, ist die Urinnutzung.
Urin ist eigentlich eine sichere Sache, eine hygienische Sache. Also nicht umsonst kann man aus Urin Cremes herstellen. Nicht umsonst gibt es Bücher, die sagen, man kann Urin trinken und Eigenurintherapie machen und was weiß ich. Ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist es nicht giftig, ist es nicht gefährlich. Es ist ein tatsächlich ungefährlicher Stoff, der im Normalfall keine Krankheitserreger enthält und keine Giftstoffe, außer das, was wir eben vielleicht ausgeschieden haben, wenn wir irgendwelche Medikamente nehmen oder so. Ja, und Urin ist also eigentlich ein sicherer Stoff, den man ohne, da kann man nicht viel falsch machen. Kann man also getrost auch direkt unfermentiert im Garten oder so verwenden. Urin ist ein idealer Schnelldünger. Er hat eben alle Nährstoffe, die wir ausscheiden. Er hat Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium, alle die ganzen leichtlöslichen. Phosphor ist nicht leichtlöslich, aber ist auch im Urin drin. Hat viele gelöste Nährstoffe drin. Und zwar in genau der Form, wie wir sie eigentlich auch für unsere Ernährung brauchen. Und Pflanzen, und es ist sehr stickstofflastig, haltig. Und das lieben Pflanzen, gerade wenn sie im grünen Wachstum sind. Also im Frühjahr, im Sommer, wenn sie starkes Blattwachstum haben, wenn sie grün wachsen, dann brauchen, wollen Pflanzen Stickstoff. Wenn man dann in die Blüte geht, wenn es dann in die Fruchtbildung geht, dann sind zum Teil andere Sachen interessant, wie Phosphor und dergleichen. Aber für den Rasen zum Beispiel oder für das Frühjahrswachstum auf jeden Fall lieben die Stickstoff und lieben damit auch den Stickstoffdünger, den stickstoffhaltigen, lastigen Dünger Urin. Wir rechnen pro Liter Urin ungefähr 10 Gramm Stickstoff. Das schwankt natürlich von Person zu Person sehr stark. Die Fleischfresser haben vielleicht 20 und andere, die sehr viel Kohlenhydrate einfach nur essen, haben vielleicht auch nur 5 Gramm Stickstoff N umgerechnet im Urin auf 1 Liter. So, und dann kann man schon ausrechnen, wenn man ungefähr das rechnet, was der Bauer so auf seinen Feldern düngt, nämlich ungefähr 200 Kilogramm Stickstoff pro Jahr für ein sehr gut gedüngtes zum Beispiel Maisfeld oder Gemüsefelder, dann kann man schon ahnen, ja, wir brauchen ungefähr 2 Liter Urin pro Quadratmeter pro Jahr. Das entspricht dem für eine gute Stickstoffdüngung. 2 Liter Urin pro Quadratmeter und Jahr, das heißt, Sie produzieren pro Tag 2 bis 3 Liter Urin, sagen wir mal im Schnitt im Jahr 500 Liter Urin, den Sie, wenn Sie alles nutzen, produzieren würden. Das heißt, Sie können mit 500 Liter Urin alleine ungefähr 250, 200 bis 300 Quadratmeter düngen. Wenn Sie sehr, sehr hoch düngen, kann man sogar das auf 100 bis 200 Quadratmeter runterbringen, also bis auf 4 Liter Urin pro Quadratmeter, zum Beispiel für einen Rasen oder für intensive Gemüsebeete oder so, sind in Ordnung. So, also ist ein wunderbarer Dünger, ist ein Schnelldünger für Pflanzen, wird schnell aufgenommen, aber wenn man den pur auf die Pflanzen bringt, dann verbrennen die. Das ist das, was die Hausfrau, wenn sie mit ihrem Mann schimpft, sagt, hier, da hast du wieder die Ecke gepinkelt und keine Ahnung, der Rasen ist da braun geworden. Nur wenn man es pur macht. Wenn der Mann ein bisschen verteilt hätte und nicht immer an die gleiche Stelle pinkeln würde, wäre es gut gewesen. Beziehungsweise 1:10 verdünnt. 1:10 verdünnt kann man alle Pflanzen mit Urin gießen. Das ist dann nicht mehr zu scharf. Und das ist das, was ich auch mit meinem Urin mache. Mehr oder weniger trennen wir den Urin in der Komposttoilette ab. Der wird dann, man kann ihn, also die Empfehlung wäre, wenn man es nichts mehr damit macht, dann wirklich die Urinflasche am besten jeden Tag raustragen und gießen. Wenn man ein bisschen sammeln will, ich sammle zum Beispiel in einem 10-Liter-Kanister und das sieht so braun aus, weil ich da erstmal einen halben Liter EMA, also EM, diese effektiven Mikroorganismen, Triiteraktiv, draufgekippt habe. Und dann kippe ich hier über eine Woche oder so, kippe ich hier dann den Urin immer rauf. Und das EM, das Triiteraktiv hier drin, EMA, hat zur Folge, dass der Harnstoff im Urin, der Stickstoff im Urin ist ja gebunden im Harnstoff, dass der Harnstoff im Urin nicht auseinanderbricht zu Ammoniak und wir damit erstens keine Nährstoffverluste haben und zweitens es nicht stinkt. Das Stinken wäre nicht schlimm, ist auch nicht giftig, ist halt Ammoniak, aber es würde Nährstoffverluste bedeuten und ist natürlich unangenehm, also für die Nachbarn und für einen selber vielleicht auch. Und das interessanterweise genauso wie im Stahl verhindert EM Triiteraktiv, dass es stinkt. Und wenn ich das so gieße, 1:10 verdünnt, dann mit Wasser, also hier einen halben Liter Triiteraktiv auf 10 Liter Urin. Das wird dann quasi am Ende verdünnt in 10 Gießkannen
1 Liter Urin, also auf 100 Liter. Dann habe ich schon genau eine Verdünnung von 50 Milliliter auf eine 10 Liter Gießkanne. Also habe ich das EM gleich drin und den Urin gleich drin, den ich im Garten sowieso vergießen will. Ja, meine Kürbispflanzen, mein Rasen im Winter auch, die Obstbäume, die Obstbüsche, alles wird da übers Jahr drüber mit bedacht. Im Frühling hat man immer zu wenig Urin, im Winter hat man tendenziell, muss man mal gucken, wo man noch Pflanzen findet, die den Urin überhaupt noch aufnehmen können. Grüner Rasen oder Rasen und Büsche, Bäume gehen immer, weil die saugen immer die Nährstoffe aus dem Boden. Ja, was noch? Wenn man Urin nicht in der Menge im Garten verarbeiten kann, weil man eben nicht die hunderte Quadratmeter hat, also 100 bis 300 Quadratmeter pro Person, die man da braucht, um den Urin unterzubringen, dann gibt es die Möglichkeit, den Urin zu kompostieren mit ganz viel Sägespäne. Also sprich, für jeden Liter Urin 3-4 Liter Sägespäne, sodass es feucht ist, aber nicht, wenn man zusammendrückt, Flüssigkeit austritt. Es soll feucht sein und zusammenkleben, aber nicht rauslaufen, die Flüssigkeit. Das ist immer so eine Faustregel für die Feuchtigkeit. Und wenn man da Triaterra-Streu, Holzkohle, Gesteins, Mikronismen dazu macht, zu dieser Urin-Sägespäne-Mischung oder jedes holzige Material, das kann Nadelstreu sein, das kann Laub sein, das kann ein holzlastiger Kompost sein, der ganz viel Strauchschnitt gekriegt hat oder so, das kann Stroh sein. Ja, also wenn man so holziges, trockenes Material und Urin mischt mit Triaterra-Streu noch 10%, also Holzkohle, Gesteinsmehl, Mikroorganismen, dann kann man daraus tatsächlich Terra Preta kompostieren. Also auch ohne Kot und ohne andere organische Stoffe. Ansonsten kann man nur damit Urin und Sägespäne, Urin und holziges Material auch direkt Terra Preta machen. Und tatsächlich, die meisten Nährstoffe scheiden wir tatsächlich über den Urin aus. Also wir denken uns immer Wunder, was wir leisten, wenn wir groß auf Toilette gehen. Aber das ist gar nicht so groß. Das sind in dem Lehrbuch von Wolfgang Berger, Komposttoiletten, stand da, das sind 160 Gramm im Schnitt pro Person und Tag. Das ist für einen erwachsenen Mann 200, 300 Gramm sein. Aber auf jeden Fall ist es Urin dagegen eher so 2 bis 3 Liter pro Person. Also eigentlich nehmen wir mal die zehnfache Menge an Nährstoffen und die Nährstoffe liegen hier gelöst und recht hoch konzentriert im Urin vor. Also tatsächlich scheiden wir wahrscheinlich so um die 90% unserer wichtigen Nährstoffe, Kalium, Magnesium, Phosphor, Stickstoff, scheiden wir über den Urin aus. Und wenn Sie den eben in den Griff kriegen, wenn Sie den für sich nutzen, erstmal werden Sie begeistert sein, wie die Sachen explodieren. Wie gesagt, mit EM gegossen riecht es auch nicht. Und Sie haben Ihren Nährstoffkreislauf geschlossen und können wiederum Quadratmeter für Quadratmeter Ihr Paradies schaffen.